Mit 28 wird er Gottes Sohn. Zumindest sieht er so aus. Ein Frontalangriff auf den Betrachter. Er malt sich selbst in der Pose, die in seiner Zeit Christus und Königin vorbehalten ist. Zufall? Gotteslästerung? Eine Provokation auf jeden Fall. Der Hase hat ihn weltberühmt gemacht. Und zwei Hände. Dabei hatten schlicht schwarze Linien seinen Ruhm begründet. Jahrzehntelang haben wir Dürer-Porträts in den Händen gehabt. Dürer hätte das gut gefallen. Genau das war sein Ziel. Tausende Kopien seiner Bilder unter die Leute bringen. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum. Deutschlands Dürer-Denkfabrik. Gerade hat man hier das Frühwerk neu erforscht, um Dürers Werden und Können besser zu verstehen. Was hatte dieser Albrecht Dürer, das andere nicht hatten? Und was ging in ihm vor? In diesem Künstler, der sich sogar nackt zeigte, der sich so oft selbst malte wie kein zweiter. Er war sicher ein Sonderling, der neugierig machte, weil er sich anders verhielt als seine Umgebung, der auf sich aufmerksam machen wollte, der einen Bart hatte, obwohl die anderen noch keinen Bart hatten, der sich ein bisschen overstyled angezogen hat und Ähnliches. Aber er war trotzdem kein totaler Außenseiter, sondern er wollte dazugehören. Und er war ein großer Selbstdarsteller. Im Kleinen, in privaten Zeichnungen, wie im Großen, in den Selbstbildnissen. Und er legte ungeheuren Wert darauf, bekannt zu sein. Bekannt wurde er. Schon zu Lebzeiten galt Dürer als der größte Künstler des deutschen Sprachraums. Über 500 Jahre ist das her. Er erreicht die Menschen immer noch. Betende Hände sind eines der beliebtesten Tätowiermotive weltweit. Einen Boom erlebten sie in amerikanischen Haftanstalten. Das ist die Dürer-Hände sind, die gerade bei Gefangenen im südkalifornischen Bereich beliebt waren. Das ist bekannt, da gibt es auch genügend Fotomaterial, das das belegt. Wie die da hingekommen sind, ich könnte es mir jetzt nur so erklären, dass das Motiv der betenden Hände allgemein zu der Zeit, als das in die Tattoo-Szene eingesickert ist, schon so weit verbreitet war, dass das einfach ein Motiv war, auf das man das eben verfügbar war. Ähnlich wie das ja auch hier der Fall ist. Man kennt das ja von Oma und Opa, da hing das irgendwie vielleicht als Gipsabdruck im Schlafzimmer. Und im Schrank oben. Die habe ich von meiner Mutter erhalten. Der hat es gefallen und die war wegen mehr auf den Glauben, auf katholisch, auf alles. Und er hat eben die solche Sachen gekauft. Also es war immer ein religiöses Motiv. Dass das also ein Kunstwerk ist und Albrecht Dürer ist und damit auch was Besonderes ist, es kam dann erst später. Also Albrecht Dürer ist mir eigentlich dann erst in der weiterführenden Schule so begegnet. Da hat man sehr gelernt, mit dem Hasen und so weiter. Als der Hasenmaler noch ein Kind ist, zeichnet er sich. Es ist das erste bekannte Kinderselbstporträt der Welt. Woher nimmt er dieses Selbstbewusstsein? Hier im Burgviertel müsse man die Antwort suchen, sagt Thomas Eser. Nürnberg war damals eine der wichtigsten Handelsstädte Europas. In welcher Welt lebte das Kind Albrecht Dürer?
In diesem Becken war er getauft worden, 1471, in St. Sebald. Ein Kirchenfenster hat Dürer später hier gestaltet, das einzige Dürerwerk, das sich heute noch an seinem ursprünglichen Ort befindet. Sein Vater ist Goldschmied, war aus dem Ort Tür in Ungarn nach Nürnberg gekommen. Der Türer, den man in Nürnberg Dürer nennt. Vom Migranten zum Hofkünstler, wenn man so will. Das ist die Karriere des Vaters, die für den jungen Dürer sicher auch vorbildlich gewesen sein wird. Eser betreibt sogenannte Konstellationsforschung, fragt, welchen Einfluss die Nachbarschaft auf den Jungen gehabt haben könnte. Es ist überraschend, wie interessiert die Nachbarschaft am Sammeln und am Verbreiten von Wissen gewesen ist. Es ist eine sehr buchaffine Nachbarschaft. Anton Koberger hat einen großen Verlag, die Schäfische Weltchronik, die in der Burgstraße in der Nachbarschaft konzipiert wird, hat das Anliegen, das gesamte Weltwissen zwischen zwei Buchdeckel zu bringen. Die Schädelsche Weltchronik enthält fast 2000 Holzschnitt-Illustrationen. Buch- und Bilddruck, Holzschnitt und Kupferstich waren gerade erst erfunden. Dürers Patenonkel, der Verleger Koberger, druckt das Mammutwerk. Und Dürer erlebt im Burgviertel alles hautnah mit. Dürer konnte schon als Geselle an Buchprojekten wie der Schädelschen Weltchronik lernen, dass Text und Bild gleich wichtig sind, dass die neuen Buchleser offensichtlich am Bild genauso viel Interesse hatten wie am Text. Kein anderer Künstler wird später so seriell Bilder produzieren und tausendfach in ganz Europa vertreiben. Dürerforschung ist immer wieder Pionierarbeit. Erst vor wenigen Jahren wurde am Germanischen Nationalmuseum ein Werk als Bildnis seiner Mutter identifiziert. Barbara Dürer hatte 18 Kinder, nur Albrecht und zwei Brüder werden überleben. Es ist sein erstes Gemälde und eines seiner rätselhaftesten. Denn Dürer birgt immer noch Geheimnisse. Die Infrarot-Reflektographie-Kamera machte unlängst Seltsames sichtbar. Auf der Rückseite des Bildes ein Drache. Dieser Drache, der fliegt hier hinter einem Felssporn, Stalagmiten, durch. Und die ganze Szenerie hat so etwas Apokalyptisches, das wir eigentlich schwer deuten können. Und man muss sich immer bewusst sein, das ist auf der Rückseite des Bildnisses seiner Mutter. Freud hätte seine Freude an solchen Dingen gehabt. Wir als Kunsthistoriker sind etwas vorsichtiger und können uns letztlich keinen endgültigen Reim machen. Vieles von dem, was wir über Dürer wissen, wissen wir von ihm selbst. Er hinterließ persönliche Briefe. Einige sind in der Stadtbibliothek von Nürnberg aufbewahrt. Dürer hat sie bisweilen bizarr illustriert. Außerdem verfasste er kunsttheoretische Schriften, ein Reisetagebuch, eine Familienchronik. Darin schreibt er über seine Lehrzeit: Und da ich ausgedient hat, schickt mich mein Vater weg. Dürer war mittlerweile in die Werkstatt von Michael Wohlgemuth eingetreten, will jetzt Maler und Grafiker werden. 4 Jahre lang wandert er als Geselle. Unterwegs in Straßburg malt er sich wieder selbst. Mit einer Inschrift kommentiert Dürer diese Zeit. Misach die Gatt als oben Stadt. Mein Schicksal wird von oben bestimmt. Wen meint er? Gott? Oder seinen Vater zu Hause in Nürnberg? Der hat ihm nämlich mittlerweile eine Braut ausgesucht. Dürer heiratet. Mein Agnes, eine Federzeichnung seiner jungen Frau. Er hat wenige Aufträge zu jener Zeit. 1495, Christus als Schmerzensmann. Am eigenen Spiegelbild studiert. Er experimentiert jetzt mit Kupferstichen und macht etwas damals äußerst Ungewöhnliches. Er signiert sie. Die Heilige Familie mit der Libelle
trägt zum ersten Mal das AD. Zu Hause hält es ihn nicht lange. Er lässt sein Agnes sitzen, zumindest vorübergehend. Sein Ziel, die andere Seite der Alpen, das Welschland, wo die Romanen leben. Was zieht ihn hin? Darüber schreibt Dürer an keiner Stelle. Was wollte er im Welschland? Wie sieht's da aus, wo es Welsch ist, also wo es diese Grenze gibt, wie auch immer diese Grenze ist, aber gleichzeitig ist es tatsächlich auch ein Ausweis. Ich war auch dort, weil alle Humanisten haben in Pavia, in Bergamo, weiß der Geier wo studiert, die waren alle in Welschlanden. Die Kaufleute, die Auftraggeber Dürers, waren natürlich mit dem Fondaco in Venedig, waren natürlich international tätig, im Italienhandel tätig. Und ich glaube schon, dass es ein Prestigemerkmal an der Burgstraße war, dort eben auch mitzuhalten. Und ein junger, ambitionierter Künstler wie Dürer wird das für sich auch in Anspruch genommen haben. Im Trentino gibt es einen Wanderweg, der Dürer Spuren folgt. Doch welche Route er genau nimmt, ist bis heute ungewiss. Im Cembratal war er auf jeden Fall, am Schloss von Sigonzano. Hier scheint sich etwas zu verändern im Leben des 25-Jährigen. Dürer beginnt zu experimentieren auf dieser Reise mit Wasserfarben. Welschpirk schreibt er auf das Blatt. Seine Motive schwimmen geradezu auf dem Papier. Ränder bleiben unbearbeitet, Konturen lösen sich fast auf. War es dieses Licht im Cembratal, das ihn beeinflusst hat? Vergessen ist hier die spätmittelalterliche Konvention, die danach strebte, die Bildfläche in jeden Winkel hineinzufüllen. Wollte er der Natur als reiner Empfindung ein Bild geben? Dürers Landschaftsaquarelle sind die ersten ihrer Art. Eine bahnbrechende Neuerung in der europäischen Kunst. Die Reise durch die Berge spiegelt sich noch Jahre später in Dürers Bildern. Die Glimmsche Beweinung. Das Bild ist heute in München, in der alten Pinakothek, zu sehen. Hier hängt auch sein Selbstbildnis im Pelzrock. Als man das unlängst durchleuchtete, kam Erstaunliches zutage. Eine akribisch detaillierte Unterzeichnung. Da er wirklich von vornherein auch den Plan hatte, ein Porträt von sich selbst zu schaffen, wie es vorher nie ein Künstler überhaupt gemacht hat und schon gar nicht ein Künstler nördlich der Alpen, denke ich, hat er auch die Unterzeichnung entsprechend sorgfältig gestaltet. Und das Interessante ist ja an der Unterzeichnung, dass sie im Grunde dem wirklichen Dürer viel ähnlicher ist. Viel ähnlicher ist als dann die malerische Ausführung. Und wenn man davon ausgeht, dass die Unterzeichnung wirklich vor dem Spiegel entstanden ist, dass er dann beim Malen sein Spiegelbild nicht mehr brauchte, sondern er konnte sich dann ganz auf das Malen konzentrieren. Und weil er hatte ja quasi schon das Bild vor sich, er brauchte ihm nur noch eine farbige Fassung geben. Und ich glaube, da sind wir dann auch bei dieser so rätselhaft erscheinenden Inschrift, die rechts neben seinem Kopf geschrieben steht, wo er davon spricht: Ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, schuf mich selbst mit wirklichen, zugehörigen oder charakteristischen Farben, wie immer man das übersetzen möchte, aber ich schuf mich selbst mit Farben. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist ein Manifest des Malers Albrecht Dürer. Sich selbst erschaffen. Der Mensch ein schöpferisches Individuum. Das war das Neue. Und Italien das Land, von dem die Bewegung ausging. Die Renaissance. Um 1496 erreicht Dürer Venedig. Direkt am Canal Grande liegt der Fondaco